Bilder der Gemeinde Berndorf im Salzburger Flachgau aus dem Jahr 2016. Die massiven Regenfälle haben den Berndorfer Bach über die Ufer treten lassen und innerhalb von Stunden die Gemeinde unter Wasser gesetzt. Ereignisse, die aufgrund des Klimawandels überall auftreten können. Im Jahr 2019 wurde die Situation entschärft. Zwei Retentionsbecken mit Staumauern wurden geschaffen. Hier das Becken in Wall. Die Investition von rund 1,8 Millionen Euro hat sich bei starken Regenfällen 2019 und 2020 schon ausgezahlt. Geplant und gebaut wurde die Staumauer von der Wildbachverbauung Salzburg. Retentionsbecken heißt, das ist ein Raum, der dem Wasser zur Verfügung gestellt wird. Wenn es stark regnet, füllt sich das Becken und nur ein geringer dosierter Anteil vom Wasser fließt unten beim Grundablass, so nennt man die Öffnung, die unten in der Sperre drinnen ist, aus. Muss man sich so ein bisschen vorstellen wie eine Badewanne, die füllt sich auch und wenn man dann in den Stoppel zieht, dann rinnt das Wasser langsam aus. Auch Flora und Fauna im Becken sind den Berndorfern ein Anliegen. So beauftragte die Gemeinde rund um Bürgermeister Johannes Stemmeseder die HBLA Ursprung mit der Aufforstung und Bepflanzung der 1 Hektar großen Fläche. Es sollen heimische Hölzer und Sträucher verwendet werden. Der Schüler Franz Josef Salchecker war schon bei der Planung mit dabei. Also wir haben uns angeschaut, wie schaut der Boden aus in dem Teil. Ist er sehr nass, ist er feucht, ist er tief, ist er weniger tief. Und nachdem haben wir uns dann auch gekriegt und nachdem haben wir die Bäume aussortiert. Also Nadelbaum, Baum, die was auf feuchten Standorten gut gedeihen und Laubbaum und so weiter. 17 Schülerinnen und Schüler der HBLA Ursprung übernahmen die Bepflanzung des Retentionsbeckens. Da werden Schlehdorn, wolliger Schneeball, Weißdorn oder Schwarzerlen gesetzt. Insgesamt 1300 Pflanzen gilt es einzugraben. Aber auch auf die Tiere wird nicht vergessen. So entsteht ein Habitat, das später von Reptilien wie Echsen oder Nattern besiedelt werden kann. Gepflanzt wird genau nach Vorgabe. Anna-Maria Ramsbacher ist für den lichten Vorwald zuständig. Ja, also wir haben eben eh unseren Bereich vorgegeben und da müssen halt immer 2 bis 1,5 Meter müssen zwischen die Bäume eben Platz frei bleiben, damit die eben später dann genug Platz haben zum Wachsen und sich eben nicht gegenseitig irgendwie stören. Das Bepflanzungskonzept haben die Schülerinnen und Schüler der HBLA Ursprung selbst erstellt. Kleine Hilfestellungen gab es von Professor Peter Schweiger und von Experten einer Landschaftsplanungsfirma. Für die HBLA sind derartige Projekte enorm wichtig. Es ist einfach alles vernetzt. Das heißt, das, was wir theoretisch vermitteln, wollen wir natürlich auch in der Praxis zeigen. Und da ist die Praxis in Projekten mit einer Gemeinde, mit einer Institution, ist für uns Gold wert. Weil da können wir einfach die Verbindung, ich sage einmal, zum echten Leben herstellen. Neben dem Hochwasserschutz soll die neue Gemeindefläche noch weitere Zwecke erfüllen. Erhalt der Artenvielfalt und ein Raum, wo Familien mit Kindern, aber auch Schüler die Natur hautnah erleben können. Und eben, wie gesagt, nochmal ein ganz großer Punkt ist eben das Bewusstsein der Leute zu stärken, kleine Flächen zu schaffen, wo auch die Kindergärten, so wäre es ein bisschen vorgesehen, Schulen herkommen können, die sich anschauen, wie Natur wirklich funktioniert und was Sinn macht für die Zukunft. Das Beispiel in Berndorf zeigt, dass ein massiver baulicher Eingriff in die Natur auch positiv sein kann. Denkt man über den Tellerrand hinaus, dann haben auch zukünftige Generationen etwas davon.